Hey, ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Also meine Lieben, wir machen heute mal wieder was sehr, sehr Cooles, das ihr euch wahrscheinlich auch mehr, also nicht wahrscheinlich, ihr habt es euch wieder mehrfach gewünscht. Und zwar geht es heute um Nali Talk. Ihr wisst ja, dass ich die ersten Folgen gelöscht habe, da ich sie, ich weiß nicht, ich war sehr, sehr unzufrieden mit ihnen und mit der Gestaltung davon, also gerade auch die Thumbnails und wie wirr ich geredet habe. Und ich weiß auch nicht, ich fand die irgendwie blöd, die Videos. Und ich dachte mir so, ja, ich würde sagen, dass wir das jetzt anders machen. Und deshalb gibt es heute einen Nali Talk zu dem Thema, warum spiele ich SSO, warum habe ich SSO überhaupt angefangen und warum spiele ich es nach 5 Jahren immer noch? Ich würde sagen, los geht's. Nebenbei werden wir wie immer leveln. Und ich würde sagen, wir fangen einfach gleich mal an mit dem Punkt, ja, warum habe ich überhaupt angefangen mit Star Stable? Ich denke, das lässt sich ganz einfach erklären, denn ich war eigentlich schon, seitdem ich klein bin, voll der Pferdefan, bis jetzt immer noch, und wollte halt alles, was mit Pferden zu tun hat, haben. Früher war es schon echt extrem schlimm. Also auch so bei Straßen, wo so verschiedene Pflastersteine haben, bin ich da mal drüber gehüpft, so. Ja, vielleicht kennt das jemand sonst, keine Ahnung. Und irgendwann kam es halt dazu, da mein Vater auch so PCs zusammenbaut und sowas als Hobby, dass ich dann einen eigenen PC hatte und das noch relativ früh. Also ich glaube, meinen ersten PC, aber der war ohne Internet, habe ich mit 8 bekommen und dann eine Internetverbindung habe ich mit, ja, 1, 2 Jahre später bekommen. Also relativ früh, also für damals. Und dann habe ich halt erstmal so PC-Spiele gespielt, so, keine Ahnung, was gibt's da so, Mein Gestüt, oh, Me and My Horse und solche Sachen, die da komplett neu rausgekommen sind und wo ich mich dann voll gefühlt habe. Oder Saddle Club, auch noch sehr cool. Ja, und irgendwann kam ich dann halt auf den Dreh, dass ich ja auch mal Online-Spiele spielen kann. Habe ich auf so Webseiten immer so Minispiele mit Pferden gespielt und irgendwann habe ich dann mal so beim Googlen nach neuen Online-Pferdespielen Star Stable entdeckt. Und das war tatsächlich dann Anfang 2014, als ich das entdeckt habe. Und einfach nur aus dem Grund, weil es um Pferde ging, habe ich mal drauf gedrückt. Also auf diese Internetseite. Dann fand ich es voll cool. Damals habe ich noch nicht alles so gut gecheckt und habe mir dann einen Account erstellt, glaube ich. Ja. War aber dann natürlich kein Star Rider. Und wie das halt so ist, habe ich dann ein bisschen gespielt und war voll begeistert, weil so ein Spiel, so ein Online-Pferdespiel gab und gibt es ja bis heute nicht, also kein vergleichbares. Vielleicht kommt es ja noch. Und deshalb war das für mich auch so mega cool. Und somit wollte ich natürlich Star Rider werden. Und Leute, ich hatte damals auch das Problem, ist ja schon lange her, dass ich damals das nicht durfte. Ja, weil meine Eltern einfach Angst hatten, dass, keine Ahnung, die uns dann mehr Geld abziehen oder so. Und von daher hat sich das dann erledigt. Ich war ein bisschen sauer, aber ja, dann habe ich halt das Spiel nicht mehr gespielt. Und im Winter 2014 bin ich irgendwie darauf gekommen, es halt nochmal zu spielen. Und dann habe ich mir einen neuen Account erstellt und das war dann Lila Northfield. Also davor war es ein anderer Account, Lara Waterweb war es zuerst. Und diesen habe ich dann auch mal gespielt und dann, weiß ich, da war irgendwie die Situation ein bisschen anders. Und dann habe ich erstmal so ein Weihnachtsangebot genutzt, wo ich dann 2 Wochen Star Rider war. Und dann habe ich auch gesagt, ja, ich bezahle es selber. Also Lifetime Star Rider. Und dann fanden es meine Eltern dann auch okay. Und das war, damals haben wir das über Pace of Card gemacht, also kann ich es aus meiner Erfahrung sagen, weil also wir uns alle noch nicht so mit dem Online-Bezahlen oder dann sofort kommen auskannten, aber ja, das hat sich natürlich jetzt alles ein bisschen verändert, aber ich hatte damit auch meine Probleme und seitdem hat es dann eben angefangen. Ich habe dann Star Stable gespielt und dies und das gemacht und tatsächlich war ich auf Level 16 oder so, als ich dann angefangen habe mit YouTube, also falls jemand interessiert. Aber die Frage, warum habe ich denn jetzt weitergemacht? Warum habe ich nicht aufgehört nach einer gewissen Zeit? Also bei mir hatte das einfach den Grund, zum einen, dass man auf jeden Fall mal das erste Jahr bei meiner Levelgeschwindigkeit
wirklich noch viel zu tun hatte, auch viele Uhrenquests, viele spannende, interessante und coole Quests. Ja, es gab damals auch noch viel mehr Starcoins geschenkt. Ich weiß noch, einmal gab es 1000 Starcoins, wenn ich mich nicht irre, es tut mir leid, wenn ich jetzt hier falsche Infos gebe, ich versichere es jetzt nicht, zu Weihnachten. Und da war Star Stable noch deutlich großzügiger, da waren es auch noch nicht so viele Spieler, da war der Look noch alt, da gab es noch nicht die neuen Pferde. Und von daher war das natürlich alles sehr neu zum Entdecken und sehr, sehr cool. Gerade auch, dass man dann entdeckt hat, dass wirklich da andere Spieler hinter dem Computer sitzen. Das war auch echt cool, weil ich habe vorher noch nie ein MMO gespielt. Und erst so bin ich in die MMO-Szene geraten. Ja, gut. Und ja, dann vergingen aber ein paar Jahre und dann gab es nicht mehr so viel zu tun. Und dann muss ich euch ganz klar sagen, der Grund, warum ich dann weitergemacht habe mit Star Stable, also auf die Dauer und regelmäßig, ist, glaube ich, YouTube. Weil mir YouTube immer diesen Kick gibt, dass ich sagen kann, ich mache aus dem Spiel mein eigenes. Also, was ich sagen kann, ja, ich kann sowas, denk mein Pferd, machen. Einfach, ich benutze dieses Spiel als eine kreative Basis, um irgendwas zu erschaffen, was einfach Kreativität ausdrückt. Also es ist, besteht ja oder solche Randomness oder Fails oder sowas oder Championate, die ich kommentiere, die machen viel mehr Spaß. Also ich muss sagen, ich bin nicht so oft online ohne YouTube. Einfach weil es mir mit viel mehr Spaß macht und es ist für mich, das bedeutet für mich auch irgendwie YouTube, ist mir so ein bisschen aufgefallen, weil ich einfach, wenn ich queste, dann denke ich sofort dran, boah, im Stream wäre es viel lustiger zu questen. Oder dann mal mit Freunden oder so. Ich finde, gerade das macht es aus, dass man dieses Spiel nicht alleine spielt, sondern mit Freunden, in Streams, in Videos. Und das, glaube ich, gibt einem immer wieder so den Kick, da zurückzukehren. Und ja, oder wenn man kurz vor dem Erreichen eines Levels ist. Mit der Zeit natürlich wird das Spiel ein bisschen langweiliger, aber ich denke, da passt sich dann einfach an, dass man nicht mehr so oft spielt, aber ganz weg. Ich dachte ja, dass ich das nicht mehr spielen möchte, aber ihr kennt ja jetzt mittlerweile die Geschichte. Ganz weg, ja, vermisse ich schon, ja. Oder habe ich vermisst und da ist dann alles so gekommen, wie es gekommen ist. Zum anderen natürlich auch die kleineren Updates. Wenn jetzt zum Beispiel neue Gebiete kamen, hat das mich immer sehr, sehr gepusht, weiterzuspielen. Also es kam ja damals das Dino-Teil raus, das mich mega gefreut hat. Es kam Südhoof, es kam Epona, all diese Sachen, die bringen einen einfach dazu, dass man immer weiter spielt und immer mehr Level erreichen möchte. Und deshalb ist das aber auch so beliebt, weil es keine Grenze kennt, auf so eine gewisse Art und Weise. Und auch die neuen Pferde, wo man sich denkt, boah, das würde ich jetzt gerne haben und ich spare jetzt bis dahin. Ich glaube, das ist auch ein Grund deshalb, warum ich das jetzt länger gespielt habe. Aber ja, wir gehen jetzt kurz noch nach Moorland. Das ist so im Grundlegenden das, warum ich überhaupt Star Stable angefangen habe und warum ich es bis heute noch spiele. Es ist für mich ein bis jetzt einzigartiges Spiel, weil es einfach kein vergleichbares gibt. Also ein MMO und Pferde-MMO, wo so viele Möglichkeiten bietet. Allerdings natürlich würde ich auch da sehr, sehr viele Verbesserungsmöglichkeiten sehen. Aber ich möchte mich nicht beklagen, denn ich finde es okay, ja. Man muss sich keine Starcoins kaufen, es ist keine Verpflichtung. Und den Preis für das Spiel, für das lebenslängliche 60 Euro, finde ich auch okay. Denn man bekommt immer einen Wert von 100 Starcoins die Woche. Man kriegt neue Updates und das finde ich wirklich okay. Also dafür, dass ich jetzt wirklich schon beinahe 5 Jahre spiele. Oh nee, es sind schon 5 Jahre, ups. Ist es wirklich sehr, sehr gut. Also, da kann ich mich echt nicht beschweren. Und dieses ganze Zusammenspiel von diesen Sachen hat sich eben dazu ergeben, dass ich von damals bis heute Star Stable gespielt habe. Und ja, ich denke mal, dass ich bald noch ein Video machen werde. 10 Gründe, warum ich Star Stable so mag oder warum ich Star Stable spiele. Und darauf könnt ihr euch auch schon freuen. Aber das war's jetzt mit dem kleinen Nali-Talk. Wenn ihr mehr Nali-Talk haben wollt, dann schreibt mal Hashtag Nali-Talk in die Kommentare. Und wenn ihr kein Nali-Talk mehr haben wollt,
Ja, dann gebt am besten einen Daumen nach unten, damit ich das sehe. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Gut, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz, ganz tollen Tag. Habt eine schöne Woche, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, keine Ahnung. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.